Der Kater hopst hier die ganze Zeit rum und versucht verzweifelt, diese Fliege zu fangen. Ich hau auch ab. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Schön, dass du da warst, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Gespräch. Hat mich gefreut. Ah, Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben. Aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, müsste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarze Magier nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie gelernt habe. Um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Bardolph. Ein Eintrag aus Bardolphs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. So, und wenn wir jetzt einmal hier sind, ich will noch einmal ganz Revelio. kurz gucken, dass ich nichts liegen lasse. Da ist noch was. Wenn wir jetzt einmal hier sind, mache ich noch die Höhle da unten, glaube ich. Umhang der dunklen Künste. Oha. Was ist das hier? Ein Schachspiel. Na klar. Ich mache jetzt noch die Höhle und dann gehen wir Quest abgeben, würde ich sagen. Was ist das für ein Emote? Holy shit. Danger Dance. What the fuck? Revelio. Ach, hier ist wieder. Ist einfach nur so eine Höhle, wo nichts passiert, außer hier ist eine Kiste. Bitte sehr. Das ist auch so komisch. Okay, die Katzen kloppen sich im Vorhang. Mizi, soll ich euch vielleicht rauslassen? Wäre das eine Idee? Spät ist es eigentlich? Halb elf. Ach, ja. Da haben wir ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, der Powernap, den ich vorhin gemacht habe, der hat ganz gut getan. Also diese halbe Stunde schlafen. Vorm Stream war ich so kaputt. Ich war richtig im Eimer. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, okay, jetzt kann ich tatsächlich noch ein bisschen machen. Das ist ganz angenehm. So, meine Liebe, ich habe schlechte Neuigkeiten. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolph? Was wissen Sie über meinen Bruder? Ich werde sie jetzt nicht anlügen. Leider wurde Bardolph in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolph gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph. Vor allem, er wollte ja eigentlich hier die dunkle Magie so ein bisschen lernen, Bardolph, um seine, mein lieber, lieber Bruder. um sein Dorf hier zu schützen und ist dabei einfach selber zugrunde gegangen. Ist schon auch echt ein bisschen sad. Renrocks Anhänger kennen kein Maß. Nicht einmal bei Schülern. Hat sich die Lage mit Renrocks Anhängern verbessert? Leider nicht. Ich fürchte, mein Bruder ist nur einer von vielen, der unter ihnen gelitten haben wird, bis sie endlich weiterziehen. Falls sie weiterziehen. Okay. Ich dachte, sie ist eine Händlerin, aber scheinbar nicht. Okay. Ach so, wartet. Hallo, da bin ich wieder. Weiter questen, weiter questen, weiter questen. Gar nicht aufhören. Gar nicht aufhören, bevor ich mich wieder ablenken lasse. Dedalische Schlüssel fehlen uns nur noch drei. Das ist aber. Ich muss jetzt mal die Katzen rauslassen hier. Die turnen mir hier. Die machen hier meinen Vorhang kaputt, wenn ich nicht aufpasse. Bin sofort wieder da.
Ah, beide Katzen mit einem Affenzahn nach draußen. Oh. So. Oh, Stream im Stehen wurde ja eingelöst. Das habe ich voll übersehen. Ich glaube, weil es heute einfach nicht so passend ist, lass das Stream im Stehen mal am Donnerstag machen. Ich löse das quasi nachträglich am Donnerstag ein, wenn das okay ist. So, aber ich switch mal aufs Handy. Alles klar, Christian. Kein Problem. Sophronia erwähnte, dass sich die Halle am Fuß des Turms der Verteidigung gegen die dunklen Künste befindet. Findet den Eingang zur Halle von Herodiana. Okay, das ist wieder irgendwas im Schloss. Ich will eigentlich erstmal ein bisschen was draußen machen. Ich will nicht schon wieder ins Schloss. Jetzt löst der Passi hier Trinken ein. Ich habe gar nichts mehr da. Nur noch Wasser. Vasa. Prost, Passi, auf dich. Das soll ich machen hier, die Quest. Okay. Na gut. Dann tue ich dies. Black Screen. Karte von Hogwarts. Ich muss doch auf deine Hydration achten. Ey, ich habe heute schon gut was getrunken. Also, ich bemühe mich auch um meine Hydration. Achso, das mit Donnerstag einlösen. Achso. Ah, okay. Ja, ich quatsche immer so schnell. Da kommt man immer nicht so hinterher. Wenn dieses südlichen Imelda südlich von Hogwarts zu finden ist und die Daten zu bekommen, die er will, muss er. Ach, das ist wieder hier Besenkram. Quatsch, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Einäugige Hexe. Sirona, die Besitzerin der drei Besen in Hogsmeade, hat mir eine Eule geschickt und mich gebeten, mich so bald wie möglich mit ihr zu treffen. Ja. Hier sind wieder viele Nebenquests dabei, wo ich neue Sachen freischalte, merke ich gerade. Lager, Räume, das Koboldlager. Ach, das ist die zweite Quest. Da haben wir eben das eine Koboldlager geräumt. Guck mal, du hattest recht, King. Du hattest wirklich recht mit deiner Annahme. Vorgeschlagene Stufe 2. Was? Wir wurden gerade von einer Armee von Kobolden überrannt. Eine Armee. Dann machen wir doch das. Weltkarte. Huch, das war ein bisschen weit. Da drüben. Wollte ich nicht sowieso hier irgendwas machen? Ich port mich mal hier hin. Das könnte ich sicher auch. Auf den Besen. Ja. Das glaube ich auch, dass du das könntest. Ui. Diese Ruine sieht verdächtig nach... Ja, da ist tatsächlich so ein altes Magieding. Und hier sind... Ah, guck mal, das passt ja direkt. Die Kobolde sind ja genau hier. Was ist das für ein riesiger Apparat, den die da stehen haben? Der war eben bei dem anderen Lager auch schon. Sieht aus wie so ein riesiges Minenfahrzeug. Okay, wartet mal. Ich gehe mal hier runter. Oh, Ochsen. So, mal schauen, ob ich das diesmal vielleicht stealthig gelöst bekomme, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem. Weil hier ist, glaube ich, ziemlich auch gleich... Ja, Alter, guck mal, wie viele das sind. Holy moly. Und alle auf einem Haufen. Wie soll ich das denn machen?
dass die alle auf einem Haufen sitzen, ist richtig doof. Da muss ich einen richtig guten Moment abpassen, dass ich die mal erwische alle. Na. Okay, er hat mich trotzdem nicht... Interessant. Ja gut, Stealth Rang 3. Nee, ich habe ja Stealth ausgeskillt. Das macht schon echt viel aus, muss man sagen. Mitten rein und kapau! Sag mal, Queenie, was ist eigentlich mit dir los? Du bist ja richtig auf Krawall gebürstet zurzeit. Schön, dass du mal vorbeikommst. Wie unkontrolliert. Ein lästiger Mensch weniger. Was war das? Wie sie mich halt wirklich nicht sehen. Obwohl die gerade die ganze Zeit neue beschwören. Ja, das Stealth-Skillen hat sich doch schon gelohnt. Muss man sagen. Ist schon viel zu lang. Oh Mist. Jetzt habe ich es voll verkackt. Oh, das ist richtig stark gegen die alle. Kann ich kurz heilen? Oh, dass die diesen Range-Angriff haben, das ist so krass. Es sind schon wieder 8 Millionen. Moment, was soll das heißen? Das ist perfekt geblockt. So reagiert nur ein Feigling. Ich gebe dir gleich Feigling. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Man, immer wenn ich gerade zu einem Spell ansetze, kommen sie und machen ihren blöden Wurf. Hast du nicht noch Kohlköpfe? Ja, bestimmt. Ich war nur gerade zu hektisch, um zu wechseln. Einen habe ich noch. Ja, die wären besser, ne? Die wären besser als diese... Oh, meine alte Magieleiste ist fast voll. Nice. Oh, da sind noch welche. Nö, bin ich nicht. Bupp. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Nice. Und das Level Up für Level 24. Das heißt, wir können auf jeden Fall ausrüstungstechnisch jetzt endlich was Neues anlegen. Hier war doch irgendwo ein Gegenstand dabei, den ich noch nicht tragen konnte. Nee. Ja. Oh, da muss ich aber dringend die Erscheinung ändern. War das das Einzige? Sieht so aus. Was hatte ich denn da für einen Mantel? Der war da eigentlich ganz cool. Nee, ich hatte gar keinen Mantel, ne? Ja. Ich bin in meinem Assassin's Creed Outfit unterwegs. So, wie das Gras gerade nachgeladen ist. So, einmal ganz kurz das Lager durchchecken, den Loot mitnehmen und dann holen wir uns diese alte Magie. Da hinten sind Büsche. Hier drüben irgendwo war das. Ich habe es nämlich eben schon... Ja, guck mal da. Ist einer. Ist eigentlich langweilig, das mit dem Besen zu machen. Nee, ich versuche das schon
mal richtig zu spielen. So, wozu hat man hier schon so Einlagen, so Jump-and-Run-mäßige Einlagen, wenn man sie dann nicht spielt? Guck mal, da ist eins. Was ist hier los? Ach, es ist hier drunter. Okay. Was mache ich mit dir? Ah, so komme ich runter. Oder? Nice. Eleganter Fedora. Die meisten Gegenstände, die man findet, sind halt wirklich... Da kam er. Aus dem heiteren Himmel kam der Nieser gerade. Die meisten Gegenstände, die man findet, sind wirklich bad. Also wenn man die kauft, die Sachen, die man kauft, sind meistens wesentlich besser. Gesundheit, danke, danke, danke. Das wäre gelöst. So, ist hier noch irgendwas? Unten ist ein Busch. Bless you, vielen Dank. Okay, damit habe ich das Koboldlager erledigt und habe die alte Magie. Das heißt, wir gehen wieder zu Claire zurück. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Mit Skill. Es war schwer. Ich habe sie einfach überrascht. Ja, das passt schon irgendwie. Ich konnte sie überrumpeln. Ah, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolf getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Ranrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ach, jetzt ist sie wieder eine Händlerin, oder wie? Okay. Was verkaufen Sie? Ich meine, inzwischen haben wir halt echt viel Gold. Danke vielmals. Wirklich. Ich kann ja auch wieder Sachen verkaufen. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Das ist so eigenartig, dass die das sagen. Weil... Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen Dank. Das Ding ist ja, in den meisten Spielen... Das wird Ihnen gefallen. Eine gute Wahl. Straßenkötterfell, Hauch der Tod. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Davon habe ich mir jetzt genug. Es wird ja inzwischen so bei Videospielen immer mehr so ein bisschen auf die Immersion geguckt. Also du hast ja ganz häufig inzwischen auch Spiele, wo Händler bestimmte Sachen nicht kaufen oder nur ein begrenztes Kapital haben, mit denen sie Sachen ankaufen können. Manchmal... wollen Händler auch einfach gar nichts ankaufen, weil sie sagen, nee, was soll ich damit? Kann ich auch verstehen, macht ja Sinn. Und das finde ich einfach so genial, dass wir einfach inzwischen in Videospieletechnik auch einfach an dem Punkt sind, dass ein Händler halt sagt, nee, ich will deinen Kram nicht. Und hier das Spiel macht halt wieder genau das Gegenteil. So, oh ja, bitte verkauf mir deine schlechten Klamotten, die kein Mensch braucht. Das ist... Sumpfkattlerwarnung. Was ist jetzt eine Quest oder was war das? Aufträge. So, was nehmen wir denn als nächstes? Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Ja, genau, das ist die Demiguise-Quest. Gut, da brauche ich, glaube ich, keine Markierung setzen, weil die werde ich nicht als Markierung auf der Map finden. Hauselfenkummer. Ach, das ist die Spinnenquest von Deke. Komm, dann machen wir die jetzt als nächstes.
Das passt doch ganz gut. Es ist sogar in der Nähe. Ja, dann fliegen wir doch einfach hin. Ja, ist doch gut, wenn ich die Spinnen wegmache, oder nicht? Soll ich die Spinnen lieber da lassen? Feuer hilft. Ja, definitiv. Ja, aber ganz schnell bitte. Mann, ist man lieber so. Hier ist auch schon wieder einiges los, merke ich gerade. Oh. Da will ich hin und dann da. Kann man Spinnen stealthen? Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Wie habe ich das denn jetzt wieder aktiviert? Das muss die Höhle von Tops sein. Ich sollte hineingehen. Einladend. Beware, Spiders. Bewahre die Spinnen. Ach, das ist ein, das ist ein Dungeon. Extreme Danger. Ja, jetzt machen wir richtig Kapau auf jeden Fall. Wir machen Stealth Kapau. Expelliarmus. Oh. Confringo. Tops. Achso, er wird angeschrieben. Tops, du hast deine Quote und 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flasche von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Oh ja. Ganz eindeutig. Tops! Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Weißt du, ich versuche hier zu stealthen. Er, Tops! Uah, oh Gott. Ein Trühlein. Hier ist nichts weiter. Okay. Hätte ja sein können. Was war das denn für ein Move? Der ist da ganz dezent komisch an die Wand gesprungen. Holt das Feuer raus! Oh! Die einfach quasi One-Shots sind. Schädige einen gefrorenen Gegner. Ja, GG, ich habe ihn gerade gefroren. Was stand da gerade? Gegner können auf höheren Stufen? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Apropos höhere Stufen, ich hatte doch ein Level-Up. Ich würde gerne... Darf ich nicht? Achso, Karte kann ich nicht öffnen. Talente. Ich hatte gesagt, ich will hier so ein bisschen mehr für alte Magie gehen, ne? Das ist halt auch cool. Dafür müsste ich halt einfach mal ein bisschen mehr mit Protego spielen und nicht immer so hektisch. Ich spiele generell viel zu hektisch, glaube ich. Das erhöht auch die alte Magieanzeige. Getroffene Kinder bleiben länger betäubt. Das ist halt auch gut, wenn ich mal mehr mit Stupor treffen würde.
Also mehr mit Stupor spielen würde, meinte ich. Ich könnte auch mal jetzt in dunkle Künste eigentlich mal reinschauen. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Schockfluch. Stupor hat auf den Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Okay. Also hiermit kann ich meine normalen Zauber zu Flüchen machen. Also die machen dann erhöhten Damage. Flucheffekt haften länger an Gegnern. Wenn ein verfluchtes Ziel besiegt wird, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Oh. Ich glaube, dann müssen wir hier unten anfangen. Erstmal hier unten rein und dann das nach und nach eben aufbauen. Das können wir jetzt mal so ein bisschen hinsparen. Ich glaube, ein bisschen mehr Schaden ist gar nicht so verkehrt. Ich könnte ja auch... Stimmt. Am Anfang des Streams haben wir gelesen, wir können unsere Talente reskillen. Wo geht das? Alle Talente zurücksetzen. Geht einfach so? Das ist an keine Bedingung gekoppelt? Das ist ja voll krass. Was? Ach, ich kann die auch separat zurücksetzen. Ach, wie nice. Okay, das ist natürlich cool. Das ist schon ein interessantes Feature auf jeden Fall. Theos hat jetzt eine starke Explosion, dass die gegnerische Schilde bricht. Das ist zum Beispiel, das ist nice, aber das benutze ich nie. Das nehme ich erstmal raus. So. Das kam mit dem Sommer-Update. Wie lange das geht, weiß ich nicht. Und ob es nur einmal geht oder mehrmals. Also so wie ich das gelesen habe, kann man das einfach frei machen. Basis-Soundtreffen gegen die alte Magie. Okay, ja. Das ist mehr Schaden, das sind mehr Zauberslots. Erhöhte Reichweite von Rebellio. Das hat sind Abklingzeit. Erhöht die alte Magieanzeige. Ja, das können wir lassen, das können wir auch lassen, das können wir auch lassen. So. Schleichen lassen wir alles drin. Raum der Wünsche. Der Maxima-Trank. Ja, wenn ich den mal mehr benutzen würde, das ist halt auch wieder das Ding, ne? Solange ich den eh nicht benutze, nehme ich den auch mal raus. Descendo-Treffer löst eine Schockwelle aus, die rund um das 10 Schaden verursacht. Beim Treffen von einem Glasschuss eingefrorenen Gegner werden zusätzlich bitte vom Ziel. Das habe ich eben die ganze Zeit probiert und dachte, hä, warum geht das nicht? Weil ich es nicht geskillt habe, deswegen geht es nicht. Aber es macht eigentlich schon echt Sinn, diese ganzen Basiszauber erstmal zu verstärken. Musst du mal einen Patch Notes lesen? Einfach mal speichern und versuchen. Ja, ich versuch's ja gerade schon. Also es ist ja... Ich glaube auch nicht, dass... Also es ist halt... Du musst Geld dafür ausgeben, was ich aber fair finde. So, dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Ich verzichte erst nochmal auf diese Fluchsache hier. Und skille tatsächlich erstmal meine ganzen Basiszauber so ein bisschen hoch, damit ich einfach generell meine Fights so ein bisschen effektiver spielen kann. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So die ganzen Basiszauber erstmal, um ihr Potenzial zu erweitern, was sie sowieso haben. Bevor ich mich jetzt hier in irgendwelche Protego-Dinger reinwerfe. Ich spiele so wenig mit Protego. Ich dodge immer nur. Ich bin so Dark Souls verseucht. Weil ich immer nur dodge. Komm, trink! Weg mit dir, du Spinnengetier. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Confringo!
Die lage ich mir lieber in die Luft. Keine Lust auf die kleinen Spinnen. Wo bist du denn her? Meine alte Magieleiste füllt sich jetzt so schnell auf durch die ganzen neuen Sachen, die ich da nach und nach reingeskillt habe. Ich traue mich immer gar nicht, die alte Magie einzusetzen, aber es macht ja auch keinen Sinn, sie zu stacken, wenn ich eh Plätze frei haben könnte. So, man sollte vielleicht auch die kleinen Spells zwischendurch reinsetzen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Ah, das wollte ich nicht. Ah, okay, gut. Gut, gut, gut. Mann! So viele Abzweigungen. Da weiß ich immer nicht, wo ich schon war, weil hier alles immer so einheitlich aussieht. Ja, aber das Confringo so weiter bounced, ist zum Beispiel auch hier gegen diese Eier super praktisch. Weil ich dann nicht jedes Ei einzeln anvisieren muss. Warte mal, war ich hier nicht schon? Nee. Nee, ich glaube nicht. Warum müssen wir den Spinnen folgen? Warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Hui. So. Ich würde sagen, hier kommt doch safe gleich direkt so eine schöne Spinnenarmee. Was macht ihr da hinten? Aua. Das Confringo Bounce ist so gut. Das wird's. Was macht das hier da hinten rein? Kommt mal nicht weg da. Das ist Level 25. Ich hätte die ranziehen können, ne? Egal. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Nee. Confringo! Ich weiß gar nicht, was mein Charakter meint. Das sah auch aus, wie als könnte man da durch. Oh Gott. Die hört doch auch viel lang zu krabbeln. Ich möchte sie alle verbrennen. Oh-oh. Ih! Ih! Girl! Girl, chill. Holy shit. Warum sind die ganzen kleinen Viecher hier noch? Das muss doch nicht sein. Aua, 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 aua. Hast du die große angesehen? Boom. Alter, die Viecher aus. Oh mein Gott. Warum müssen die ganzen kleinen sein? Das ist so unnötig.
Habt ihr es gesehen? Die hat sich einfach übers Rand geportet. Was ist das für ein Käse? Was ist das? Was ist das denn? Achso, und ich hör noch mehr, na klar. Jetzt macht sie noch einen Einzelnen. Es verändert einfach auch noch ihr Pattern. Klar. Willst du mich veräppeln? Das wollte ich nicht. Das ist, als würde es laggen manchmal. Seht ihr das? Das ist so ganz komisch. Als würde die Animation stockern. Oh, Gott sei Dank. Was war das denn? Alter Finne. Oh. Holy moly. Ganz toll, alles voll mit denen. Alter, war die dick. Die hat mich einfach 12 Heiltränke gekostet. Aber habt ihr das gesehen, was ich meine? Dass die Animation die ganze Zeit so komisch gehackert hat? Also erstmal hat sie sich einfach random rangeportet und manchmal hat sie den Stampfer gemacht und stand instant wieder. Und hat den Stampfer einfach direkt nochmal gemacht. Das war gerade echt wild. Ui. Okay. Nee, wo war denn das? Hier? Ah, hier gibt es neue Sachen. Ah, 3 von 6. Ich muss noch 3 von diesen Ruinen mit der alten Magie machen, dann kriege ich noch eine alte Magieleiste. Nice, okay. Hier ist noch eine nicht... Badeanzug des Wahrheitsfinders. Was? Okay. Und hier gibt's einen neuen Stein. Hä? Was denn noch? Der hier? Achso, ja, weil der neu ist. Okay. Halleluja. Der hat mir ganz schön... Die Spinne da hat mir ganz schön eingeschenkt, ey. Unangenehm. Dieser ganze Loot ist so useless. Ich find's irgendwie cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, oder wenn das Spiel es einfach so gelöst hätte, dass wenn eine Ausrüstung unter einem bestimmten Wert fällt, so von der Ausrüstung, die du trägst, dass es einfach automatisch in Gold transferiert wird. Weil am Ende machst du das ja auch. Du machst es ja auch am Ende nur zu Gold. Das Transmog hast du ja sowieso. Also, dass du die Ausrüstung ändern kannst in das Aussehen. Und dann hättest du das Problem nämlich auch mit diesen beschränkten Inventarplätzen. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Oh oh. Ist er tot?
Wenn Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss. Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Sad Boy. Huch. Aber wer ist denn der Meister von Tops? Hatte der andere Kobold uns das gesagt? Hauself, nicht Kobold? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. So, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob es noch was gibt, bevor ich einfach ins Wasser springe. Rebellion. Nee. Doch. Oh, hier ist noch überall was. Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Aber da komme ich gar nicht hin, oder? Deke, genau, stimmt, Deke. Danke, danke. Ich glaube, von hier aus komme ich da nicht hin. Hui. Geil, wie er diese Kerze gemacht hat gerade. Aha. Ja, die große Spinne, dass die Tops ordentlich mitgegeben hat, wundert mich jetzt auch nicht. Die große Spinne hat auch mir ordentlich mitgegeben. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ah, so. Clever gemacht. Ah, da unten wäre noch Loot gewesen. Verdammt. Da ist noch eine Kiste. Na komm, ich versuche wenigstens die Kiste zu finden. Wo ist die denn? Ach, da. Bin ich einfach vorbeigelaufen. Nochmal? Was nochmal? Die Spinne nochmal. Oder nochmal im Kreis laufen. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist halt, dass sich viele Designs an der Ausrüstung wiederholen. Also, das ist auch was, das fehlt mir so ein bisschen. Ich wünschte, es gäbe eine größere Vielfalt an der Kleidung. Zumindest so das, was ich bisher gefunden habe. Also ich habe den Eindruck, dass das alles sehr ähnlich ist und oft einfach nur eine andere Farbe. Tja, dann werden wir mal zu die gehen. Nach Hogwarts. Zum Raum der Wünsche. Er wird sich nicht über diese Nachricht freuen. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Sad, sad, sad. An der Stelle würde ich sagen, mache ich mal ein paar Heiltränke. Ich wünschte wirklich, man könnte irgendwie so eine Herstellungskette machen, dass einfach gleich mehrere hergestellt werden. Ich meine, ja klar, ich könnte jetzt mehrfach diesen
diesen Tisch bauen, um den Trank zu brauen. Aber für 15 Sekunden jetzt nochmal 3 von diesen Tischen hinstellen, ist halt irgendwie auch Quatsch. Ich meine, man findet die ja auch relativ häufig. Also so ist es ja nicht. Ich frage mich, ob meine bessere Hälfte schon im Bett liegt. Oh, ja. Sieht ganz so aus. Ich habe mal aufs Handy geguckt. Okay. So. Ja, von diesen Blättern habe ich nicht so viele. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da muss ich mal wieder ein bisschen shoppen gehen wahrscheinlich. So. Ich mache noch einen an, aber ich warte jetzt nicht noch einen ab. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Was machen wir denn noch? Oh, guck mal, es ist aber schon wesentlich weniger geworden. Begib dich zum Archio-Duellbrett. Oh ja, aber auf jeden Fall. Cool, da habe ich Bock drauf. Accio, nicht Archio. Die Katze beim Runterspringen nochmal machen. Ach so. Oh, sorry, das habe ich... Ich habe es ein bisschen überlesen. Große Treppe? Nee. Nein! Ach Gott. Diese Karte. Diese Karte ist eine Katastrophe. Wirklich. Welcher Teil des Schlosses war das jetzt? Der Flügel des Glockenturms. Genau, so. Und hier will ich hin. Boy. Ja, ich muss wieder warten, bis es Tag ist, ne? Sieht ganz so aus, aber das macht nichts. So, wer ist denn heute mein Gegner? Accio ist hier. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Accio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Accio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Ja, let's go. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Super. Accio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Der gute Leander. Accio. Das ist ein schöner Name irgendwie, finde ich. Ach, die Dinger bouncen weg. Okay. Das ist interessant. Ach hier. Bam. Das war ja unglaublich. Accio. Übertrifft das mal. Wait. Oh, er hat ihn wirklich ins blaue Feld gerollt. Das habe ich gar nicht gesehen. Krass. Okay, das war nicht bad. Oh, das war knapp. Fast wäre ich an den Bouncer gekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht ein bisschen aus wie Medizinbälle, womit wir hier spielen. Nee, nicht runterkicken. Perfektes Game. Let's go. Die Runde lasse ich dir. Gut, du hast mich besiegt. Ha! Ich bin viel zu gut. Wenn ich alles so gut in diesem Spiel könnte wie die Accio-Duelle. Du hattest nur Glück. Das ist gar nicht wahr.
Das war kein Glück. Das war kein Glück. Ich bin einfach besser. Also schön, du hast recht. Du bist besser als ich. Dankeschön. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Du bist nicht dafür geschaffen. Okay, wow. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Du bist nicht dafür geschaffen. Das ist meine Aussage. Schön, okay. Finde den Schatz anhand der Schatzkarten mit fliegenden Kerzen. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt. Das ist diese Karte, die uns der eine Dude gegeben hat, oder? Adelaide meinte, dass ihr Onkel sein Lager. Dass ihr Onkel sein Lager. Sagt man das so? Dass ihr Onkel sein Lager. Das klingt irgendwie falsch. Nördlich von Hogwarts hinter dem Fluss aufgeschlagen hat. Ach so, es ist von der Betonung anders. Ach so, ja, okay. Nee, alles gut. Ich war ein bisschen doof. Ich sollte ihn als erstes dort so. Okay, dann machen wir das als nächstes. Guck mal, heute wieder so ein schöner Tag, wo wir einfach ganz entspannt die ganzen Nebenquests abtuckern. Das ist doch auch mal schön. Ui. Vielleicht finde ich noch eine alte magische Quelle zwischendurch. Ist auf jeden Fall ganz schön was los. Ich glaube, ich mache mal die Ballons. Die habe ich auch lange nicht gemacht. Wieder falschen Tasten gedrückt. Ja, mit dem Besenfliegen komme ich doch langsam ganz gut zurecht. So, einer fehlt noch. Da. Schön. Was war hier noch so? Auf jeden Fall. Was waren diese Symbole da? Diese Torbögen. Sind das Merlin-Quests? Kann das sein? Da hinten ist auf jeden Fall ein altes Magie-Ding. Ja, dem Bürgermeister seine Frau ihr Stadion. Genau. Genau so kam mir das gerade vor. Uah, oh Gott, das hier ist ja wieder... Das Lager ist? Hier ist ja wieder die Bude voll. Immer diese Kobolde. Ein Anhänger. Direkt voraus. Soll ich... Haben wir denn hier noch einen Menschen? Triff einen Gegner mit Glacius. Wer ist denn dieser Glacius? Stealthy, Stealthy. Oh nein. Oh, das Tagebuch sammle ich gleich ein. Oh, 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 oh. Kann ich auch sprinten im Stealth? Ja. Ich glaube, der Dude hängt fest. Oh, ich bin etwa treffen. Aua.
Hallo, ich drücke Dodgen und er macht es nicht. Ich hasse es. Oh. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Das war schon wieder nicht gut gespielt. Rebellion. Verbrennen 3. Nice. Ich müsste mich eigentlich viel mehr nochmal mit diesem Craften auseinandersetzen. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt. Aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan mit Koboldgack sprachen. Sie sind hinter einem seltenen Metall her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern, sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Mhm. Okay. Das ist eine Höhle, aber ich komme gar nicht rein. Oh, doch, ich komme rein. Never mind. Sieht interessant aus. Ist die Frage, sind die Gegner hier drin oder nicht? Revelio. Nee, hier drin sind sie nicht. Achso, das ist nur eine Kiste. Okay. Ja, wenn das so ist. Ach, die sind über mir. Da oben irgendwo. Oh, ist wieder in Feri. Aber ich habe ja gelernt, die kann ich auch stealthen. Das war knapp. Ein bisschen creepy sind die schon. Oh, das ist der falsche Zauber. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Lumos. Frech. Ist einfach die scheiß Teufelsranke da drinne. Oh, ein Whirlpool.